Hallo, mein Name ist Thorsten Orloff. Wir befinden uns hier im ältesten Landgasthaus zu Linde in Mittelhagen auf Rügen. Heute zeige ich Ihnen eine Tradition unseres Hauses. Das ist der Zander unter der Sauerkraut-Thymian-Kruste an Kartoffelbeilage und Choron-Soße. Also das ist der Zander, den ich uns schon vorbereitet habe. Den habe ich filetiert, entgrätet und jetzt portionieren wir uns den. Als erstes schneiden wir hier diese Transchicht ab, weil die nicht so schön ist. Portionieren wir das, ein schönes Stück. Den Rest der Fisch, das übrig ist, können wir für eine Fischeinlage nehmen. Dann nehmen wir uns den Fisch, würzen ihn. Man kann ihn mit Salz und Pfeffer würzen und Zitrone, aber wir haben eine besonders schöne Würzmischung. Würzen ihn von beiden Seiten und legen ihn im Mehl. Dann machen wir uns Öl in die Pfanne. Legen nicht auf der Hautseite, sondern immer erst auf die anderen Seite. Also hier ist das Sauerkraut für die Kruste. Das habe ich schon vorbereitet. Das ist Sauerkraut, einfach aus der Dose, so wie es normal ist. Einfach durchkochen mit Kümmel, Thymian, Salz, Pfeffer und Zucker. Einmal alles durchkochen lassen, dann kalt werden lassen. Und dann nur das Kraut nehmen, keine Flüssigkeit. Alles in einen Topf oder in eine Schüssel. Ungefähr mit 100 Gramm Creme Frischli für eine Portion reinmachen und alles vermengen. Alles schön gleichmäßig verteilt ist. So. So, den Zander erkennt man, wenn er gut ist, wenn man ihn so leicht anhebt und es schon bis hier oben bis zur Hälfte leicht goldbraun ist. Dann drehen wir den ganzen Fisch einmal um. Sehen Sie, schön goldbraun, wie es auch sein muss. Dann nehmen wir uns unsere Kruste, die wir vorbereitet haben, drücken es ein wenig an. Lassen es auf schwacher Flamme noch mal so etwa so 2 Minuten garen. So, unser Fisch ist auch bereit zu drehen. Auch ganz vorsichtig. Und wenden ihn einmal und legen ihn schön auf der Kruste, damit die auch schön goldbraun wird. Für die Kartoffelbeilage nehme ich mir ein bisschen Lauch und schneide es schön fein runter. So, wenn man hier schon sieht, was die Kruste so ein bisschen braun ist, dann können wir den Fisch wieder zurückwenden. So. Und legen es unter dem Salamander für etwa 2 Minuten, damit die Kruste schön gleichmäßig braun und knackig wird. In diesem Fall, wenn man keinen Salamander hat, nimmt man den Backofen bei 160 Grad auf Oberhitze und schiebt den Fisch für circa 2 Minuten rein. In der Zeit, wie der Fisch da oben noch vor sich hergart, nehmen wir ein bisschen Butter für die Kartoffeln. Und dann nehmen wir unsere vorgekochten Kartoffeln, festkochende. Geben die damit zu, geben dennoch ein bisschen Gemüsebrühe mit rein, damit die Kartoffeln nachher schön glasig sind. Unseren geschnittenen Lauch geben wir auch mit zu. Wichtig ist, den Lauch erst kurz vor Schluss reinzugeben, weil er sehr schnell gar wird. Also die Butter zieht jetzt auch ein bisschen an, die Kartoffeln. Dann würzen wir die Kartoffeln noch ein bisschen mit Salz. Ich habe dann noch ein kleines Salatpüree vorbereitet. Und jetzt sind wir soweit, um anzurichten. Als erstes nehmen wir unsere Kartoffeln, legen wir mittig bis hin,
Dann nehmen wir uns die Soße, machen es ein bisschen über Kartoffeln rüber. Nicht so wenig, soll ja auch nicht so trocken sein. Dann nehmen wir unseren Zander, der jetzt schon ein bisschen Kruste angezogen hat. Und hier drauf fest, knusprig. Und legen ihn auf die Kartoffeln. Genau, ein Stück Zitrone. Und zum Verfeinern nehmen wir noch einen schönen Dillzweig. Das macht den Zander auch noch mal ein bisschen frischer. So, fertig ist das Gericht. Zander unter der Thymian-Sauerkrautkruste an Kartoffeln mit Chirong-Soße. Ich hoffe, es ist nicht so schwer gewesen, es für Sie nachzukochen zu Hause. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.